Also, ich bin hier oben in der Stadt von Garay, wo wir vorhin schon waren. Und von dort aus geht's straight down, also straight nach unten. Boah, ist ja gut. Die ganze Zeit hier runter. So, dann noch weiter runter. Hallo. Dankeschön. So, noch weiter runter. Ja, das ist ganz weit unten. Da gibt es nämlich was Schönes. So, hier haben wir Matschfeld, was nicht weiter von Bedeutung ist. So, ich glaube, es geht gar noch, ja, noch weiter runter. Da, wo wir vorhin, ja, wo wir heute in irgendeiner Folge schon mal waren, wo ich sagte, oh, hier bin ich zu weit, hier sind zu starke Gegner. Da müssen wir jetzt hin. Hier über die Brücke. So, hier gibt es nämlich Chimären und so ein Quatsch. Und die sind sogar heute noch, also jetzt noch ziemlich stark. So, dort in diese... Es hakt ganz schön. In diese Stadt solltet ihr noch nicht gehen, sondern weiter runter einfach. Und überlegen, wo es lang geht. Hier lang. Ja, der Weg ist ein bisschen... Oh, Shadow Knight. Die sind stark. Au. Und Erfahrungspunkte, Level 14. Ja, leider nichts gelernt. Ja, heilen ordentlich mal. Oh, ein Metallschleim. Habe ich noch nie einen besiegt. Ja, die flüchten nämlich sehr gerne. Die geben, wie in jedem anderen Dragon Quest Teil, einfach nur enorm viele Erfahrungspunkte. Ist eigentlich so ein typischer Gegner aus Dragon Quest. So, dann geht's hier weiter lang. Und hier gibt's Star-Chimären und die sind stark. Oh, 22. Okay. Ich setze hier mal ein Safe State, wie ihr sehen könnt. Oder auch nicht, keine Ahnung. Und probiere das mal hier zu schaffen, ohne zu sterben. Sehr gut. Oh mein Gott. Ja. Die sind nämlich sehr gefährlich. Weil hier sind mit die stärksten Gegner vertreten. Komm, mach ein Blatt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich kann leider auch nicht so einfach speichern hier und ich habe keinen Bock, den ganzen Weg zu laufen. Jetzt überlege ich, geht's hier runter oder geht's da hoch? Ich gehe hier runter. Für mich war das richtig. Weil wir müssen nämlich jetzt in die nächste Stadt. Ich muss schauen, ob ich das überhaupt bekomme und ist das richtig? Und hier kommt sogar schon der Gegner, den wir vorhin einfach so besiegt haben. Hier einfach so, ja. Ich bin anscheinend viel zu schwach noch. Schaffen wir aber auch so, verdammt. Ich weiß noch nicht, ist das hier der richtige Weg? Ich glaube nämlich irgendwie nicht. Ach, wir werden einfach sehen. Nein, da oben ist die Stadt. Verdammt. Also muss ich da weiter rechts hoch. Und oh mein Gott, mache die Schaden, ey. Oha. Nochmal ein Safe State und angreifen. Oh. Cool, ich setze Safe State und muss sie noch nicht mal benutzen. Das gefällt mir irgendwo. Aber ich muss mich auch heilen wie ein Irrer. Okay. Shadow Knight. Ja, ich bin auf jeden Fall ein wenig unterlevelt. Macht aber nichts wirklich viel. Muss halt nur ein bisschen aufpassen. Oh mein Gott. Das war gefährlich. Weil wenn ich sterbe, komme ich wieder ins Königreich zurück. Und das wäre ein bisschen doof. Müsste den ganzen Weg nämlich nochmal laufen. Könnte ich zwar dann offscreen machen, aber... Ja, ist halt ein bisschen blöd da, ne? Komm schon, machen einfach fertig. Machen fertig. Perfekt. So, nochmal heilen. Dann hier runter und... Ja, jetzt solltet ihr auf jeden Fall... Ich setze einfach mal ein Safe State, weil ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich noch stark genug bin für das Viech. So, wenn ihr nämlich hier reingeht, kämpft ihr automatisch gegen den Golem. So, ich mache jetzt mal wieder auf Normalgeschwindigkeit. Das ist ein gescripteter Gegner. Das ist sowas wie ein Endgegner, der lässt euch nicht in die Stadt. So, und ihr müsst, um ihn zu besiegen, habt ihr schon gehört, um den Golem zu besänftigen, müsst ihr die Fairy Flute spielen. Ja, das tut ihr natürlich auch. So. Wir spielen einfach mal den Golemfänger von Hameln.
Und jetzt ist er eingeschlafen und jetzt kann man drauf und drauf hauen. So, und er schläft immer noch. Und er schläft immer noch. Und er schläft immer noch. Und er ist aufgewacht. So, und dann wieder die Flöte. Weil der Typ macht einfach nur Schaden ohne Ende an euch. Und ich hatte immer das Glück, bei mir ist er, ich habe ihn eingeschläfert und in der nächsten Runde ist er direkt wieder aufgewacht. So wie jetzt. Und dann muss man das nochmal machen. Und das geht ja nun leider immer die ganze Zeit. Ich meine, das ist auch so eine typische Dragon Quest Mucke, die auch ziemlich cool ist, aber nach dem so und so often Mal ist es schon ein bisschen nervig. Er ist schon wieder aufgewacht. Ich probiere danach mal den Zauber drauf zu werfen, den Feuerball. Ah, schöne Melodie. Ja, der Golem. Ja, ist ein ziemlich cool aussehender Gegner. So sieht er, genauso sieht der Goldmann aus, nur dass der Goldmann aus Gold ist. Man ist halt golden. Und dann gibt es später noch den Steinmann. Ja, ist ein super Name. Der ist dann halt so gräulich. So steinfarbend halt. So, und ich benutze jetzt mal den Feuerball. Wie ist der denn? Hat keinen Effekt auf den Golem. Und er wurde besiegt. 2500 Erfahrungspunkte. Level 15. Ja, nee, oder? Cool. Stärke erhöht sich um 7, Geschwindigkeit um 8, Vitalität um 4, maximale HP um 8 und maximale MP um 2. Und Learned Repel. Das ist ein Zauber, der uns vor Angriffen bewahrt. Vor gegnerischen. Also wir kämpfen weniger. So. So, ich mach wieder schnell. Wupp, hier rein. Und ja, das ist Makido oder wie das heißt. Die haben mir. Hallo, kommst du auch mal her? Was ist denn mit den dicken Leuten los hier? So, was hast du denn? Du hast, glaube ich, nur, ja, das billigste Zeug vom billigsten. So. Ich weiß gar nicht, was wir hier wollen. Willkommen zur Festungsstadt von Merkido. Ja, zur Festungsstadt. Hier gibt es keine Festung. Der Itemshop, da will keiner hin. Long ago, my grandfather told many stories. I remember hearing that one of his friends... ich lese das nochmal, ich bin ja gerade wieder im Englischmodus. Vor langer Zeit erzählte mir mein Großvater viele Geschichten. Ich erinnere mich, dass einer von seinen Freunden... Nee, ich erinnere mich gehört zu haben, dass einer von seinen Freunden Yukinov einen riesen Schatz unter einem Baum... in Back Office Shop, ja, hinter seinem Shop vergraben hat. Was das für ein Dresch, was das für ein Schatz war? Nee, was war das für ein Schatz? Ich würde ihn gerne suchen, aber es ist zu gefährlich für mich zu reisen. Angsthase ist er. Dort sind das sind die Gräber der Leute, welche nach dem Angriff von King Dragons, von dem Angriff von King Dragons Assis gestorben sind. Bitte, ich soll Respekt für die Toten zollen, ja. Ja, ich soll den Toten Respekt zollen, bla, blablabla. Ja, hier gibt's nicht viel zu kaufen, das ist der Waffenshop, der hat zwar auch ganz gute Sachen, wie halt das andere Geschäft, aber in der anderen Stadt, in Remuldor. Aber brauchen wir auch nicht, haben wir alles. Zu dem Typen da unten, zu dem muss ich bestimmt auch gehen, ey. Verdammt, da gehe ich aber jetzt noch nicht hin. Weil ich habe es gestern ein bisschen anders gemacht und das war einfach nur blöd. Vor langer Zeit wurde die Welt in Dunkelheit gehüllt, als ein Mann vom Himmel herbeigesendet wurde. Oder gesendet wurde, irgendwie sowas. Dieser Mann war der legendäre Krieger Roto. Es ist, wenn das wahr ist, ist Roto wohl möglich ein Kind der Götter. Ach, jetzt bin ich auch so ein Descent. Ich weiß aber nicht, was das heißt. Ich kenne das Wort, aber ich weiß jetzt leider die Übersetzung nicht. Es sieht so aus, als würde Rotos... Ach, es sieht so aus, als hätte
Rotos Rüstung oft die Hände gewechselt. Also halt die Besitzer. Es kam sogar mal in den Besitz von Yukinov. Also ist der... ja, ich möchte irgendwas wegwerfen, nur was... Nichts. Auch ganz toll. Ja, der bleibt mal kurz da drin. Ich muss mal kurz was weglegen. Das können wir hier unten bei der alten... Nee, gar nicht. Die ist doch nur... Können wir jetzt nichts weglegen? Erzählt mir nichts. Ach, kommt doch. Was soll das denn? Die Magic Keys, die könnte ich eigentlich benutzen. Dann bräuchten wir die auch gar nicht mehr. Kann ich was bei euch irgendwo abgeben? Welcome to the Item Shop. Ist toll, das ist auch zwei Item Shop. Cheap Radishes, ja, der verkauft Radieschen. Das brauche ich ohne Mist. Ja, wurde angegriffen bei irgendeinem Lappen. Ja, ich werde einfach mal hier die Magic Keys. My family opened a business and set up shop in Hawksness. My grandfather, you know, was da mal gekommen ist. Ja, das halt, den seine Familie hat einen Shop gemacht. Ach, das ist der Neffe, der Enkel von Yukinov. Ich habe einen Magic Key. Ja, komm hier weg. Und den anderen Magic Key benutzen wir jetzt da oben. Damit ich das auch euch mal zeigen kann. Schalalala, komme ich da irgendwie rein? Ja, komm, ich, wenn da jetzt wieder was drin ist und Magic Key, da raste ich aus. Maginus. Alles klar. So, hier aufmachen. Was machst du denn? Ein Magic Key. Ah, er hat Magic Keys. Das ist sehr gut. Das ist der Waffenshop. Ja, hier braucht man viel Geld. Ja, das wollen wir beides nicht haben. Das Flamesword und das Mirror Shield. Die beiden brauchen wir unbedingt. Dazu werde ich nämlich gleich wieder farmen müssen. Bei den Goldmännern. Ja, jetzt holen wir uns erstmal die Maginus. Ja, die wird auch gleich eingesetzt. Und wir halten plus 5 Maximum MP, das ist gut. MP braucht man nämlich immer. Vor allen Dingen zum Schluss. Bei ihm war noch ein Defensivsamen. Ach nee, bei ihm war der Magic Key. Wo war jetzt nochmal der Defensivsamen? Ich werde verrückt. Hallo Mädchen, lässt du mich? Danke. Der war hier? Hallo. Ja, genau. Ach. Diese Schnelle hier ist nichts meins. Ja, Verteidigungssamen bei 4. Was haben wir da oben? Davon reden wir mit dem Knilch. König Dragons Klauen können sogar Eisen zerschneiden. Und er kann Feuer... ja, Breathe Fire. Er kann Feuer speien. So viel, dass selbst Stein schmilzt. Willst du immer noch nach vorne schreiten? Also geh zu ihm. Ja, dann bist du also ein wahrer Held. Und hier gibt's... Oh, hier ist The Vault. Das kann ich doch mal machen. Ach, brauche ich doch gar nicht mehr. Habe ja jetzt alles, was ich wollte. So, ich mach mal hier Stopp und wir sehen uns dann später wieder. Oh, wir sind jetzt zurück. Ich habe einen falschen Controller in der Hand. Ja, ich habe meinen PlayStation 3 Controller gerade in der Hand gehabt. Das sieht nämlich genauso aus wie der andere. Okay, also mein Computer-Controller. Wir sind wieder zurück in der Stadt von Remulda. Und da wir hier in der Nähe sind, weil ich habe hier in der Nähe gelevelt, wie man sieht. Ja, jetzt momentan nicht. Geht das nicht ein bisschen schneller, Mensch? Ja, komm. Vielleicht noch ein bisschen die Geschwindigkeitstaste hauen. Ja, weil die sind jetzt wirklich kein... Also ich bin Level 17. Was ziemlich hoch ist. Ich sag mal so, für den Endgegner muss man mindestens Level 20 sein. Ich habe 32.000 Gold. Also mehr als ich überhaupt brauche. Ja, wir gehen hier jetzt die ganze Zeit runter. Okay, wir haben daneben gehauen. Was soll das denn? Ja, komm schon. Also ich werde das heute, an dem heutigen Abend, auf jeden Fall noch durchrocken. Oder gesagt, zocken. Hier runter müssen wir. Zu diesem Schrein um. Und hier sind die Goldmänner. Bam. Ich glaube, zwei Schläge brauchen wir für die jetzt noch. Er ist abgehauen. Ja. Super. Also da gibt es 650 Gold und 6 Erfahrungspunkte. Hier reingehen wir.
Hier können wir nämlich ein wenig... Oder können wir das jetzt schon? Wenn du der wahre Held von... wenn du wahrhaftig der Held und Nachfahre von Rodo bist, dann könntest du es beweisen. Foolish. Ja. Okay. Können wir das noch nicht machen. Ach genau, dafür brauchen wir noch was. Okay, dann mache ich hier Stopp. Ja, was heißt Stopp? Ich pausiere hier nochmal und ich renne zurück zu der Stadt, wo wir vorhin waren. Wo wir den Golem besiegt haben und kaufen das Zeug und machen ab da weiter. Also bis dahin.